Also, unser heutiges Workout haben wir nach draußen verlagert. Denn nicht immer hat man natürlich die Möglichkeit, vielleicht zu Hause zu trainieren, so wie es bei mir heute der Fall ist. Und alles, was ihr für unser heutiges Workout braucht, ist ein Hügel oder ein Berg. Also wir haben es hier ziemlich steil gemacht, das seht ihr dann gleich. Und zwei Wasserflaschen. Also ihr könnt natürlich auch Gewichte nehmen, aber ich fand das ganz praktisch, weil da muss man schon kein Equipment mitschleppen. Wir haben drei Parts und alle drei sind 5 Minuten lang. Und jetzt erkläre ich euch, was wir in den jeweiligen Parts machen. Also, im ersten Part sprinten wir, also das Sprinten ist zu viel gesagt, aber laufen wir seitlich den Hügel hoch und wechseln die Seiten nach jedem Mal hochlaufen ab. Aber runter würde ich dann, wenn es so steil ist wie bei mir hier, einfach ganz normal runterlaufen und nicht seitlich, sonst kann man ausrutschen. Also, ich zeige euch das mal schnell. So, und für die nächste Runde dann einfach die andere Seite. Und ich weiß, das sieht echt total lächerlich aus, aber mir tun jetzt schon die Beine weh. Es ist wirklich hart. Und je steiler euer Hügel natürlich ist, desto härter ist das Ganze. Also, im zweiten Part machen wir einen Lunge nach vorne und dabei machen wir Bicep Curls. Also, dann gehen wir wieder zurück. Das andere Bein. Dann machen wir einen Schritt nach vorne. Wieder ein Lunge. Und einen Schritt nach vorne. Und so weiter, bis wir oben sind. Dann gehen wir wieder runter. Ganz normal. Und das Ganze von vorne. So. Für den dritten Teil brauchen wir die Flaschen nicht mehr. Das ist definitiv der härteste Teil. Und zwar sprinten wir hoch, aber wirklich so schnell es geht. Natürlich müssen wir trotzdem aufpassen, weil das Gras ein bisschen rutschig ist. Und joggen dann langsam runter. Für die, die eine kurze Verschnaufpause oben benötigen, ist das auch okay. Also ich zeige euch das mal. So, das ist heute ein super Ganzkörpertraining, aber hauptsächlich geht es natürlich auf die Beine und auf den Po. Und ja, ganz wichtig ist, vergesst nicht euch einzusprühen, damit die Mücken euch nicht totstechen. Und viel Spaß beim Workout.
So, ersten Teil geschafft und jetzt auf zum zweiten. Also es ist unheimlich hart, dieses Workout. Mir tun jetzt schon die Beine weh. Ja, weiter geht's. Herr Hans, ich sterbe. Was? Mach das. Sieht das wie zu den Beinen. Ich war ganz tapfer. Ich bin mal gespannt, was du bei der letzten Runde machst. Den machen wir noch. So. So. Also der Teil war jetzt nicht so ein anstrengender Cardio-Teil wie der erste und der letzte. Ging dafür aber sehr auf die Kraft. Und jetzt zum letzten und ich befürchte schlimmsten Teil. Ich glaube, die Mücken stehen auf meinem Schweiß.
Im Gesicht. Nein. Also, wie vermutet, war das wirklich der schlimmste Part. Und zum Schluss waren das nicht mehr wirklich Sprints, sondern eher Bergsteigen. Aber verdammt. Das war so hart für die Beine. Und ja, ich bin mal gespannt, wie ich heute mit dem Rennrad nach Hause fahre, ob ich ankomme. Okay, ich wünsche euch viel Spaß beim Workout und ja, gebt nicht auf, auch wenn es weh tut, macht dann lieber ein bisschen langsamer, als dass ihr dann einfach aufhört. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.